So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh, der Regen hört gerade auf. Ja, das ist ja nett. Gut, dann können wir jetzt auf jeden Fall wieder den Turm... Moment. Wenn der Regen gerade aufhört, dann hole ich mir mal zuerst den anderen Turm da hinten. Oh, und ich rüste mal eben wieder mein Soldatenzweihänder... Nein, nicht mein Soldatenzweihänder, mein Soldatenschwert aus. Was ist das hier? Oh, Schwertgras. Diese Heilpflanze weist spitze Dornen an Blättern und Frucht auf. Sie enthält Vitamine, welche die Körperkraft erhöhen. Als Zutat verleiht sie einen Bonus für Angriffskraft. Das ist nett. Das war jetzt mehr so mittelmäßig. Zündet er jetzt sein Feuer wieder an? Hi. Hi. Nein? Ich glaube, er will sein Feuer nicht wieder anzünden. Oder er muss erst warten, bis das Holz trocken ist. Ich weiß nicht, ob das Spiel so realistisch ist. Aber auf jeden Fall ist es hier ja ziemlich windig. Das sollte nicht allzu lang dauern. Es hat ja auch nicht sonderlich lang geregnet. So. Einmal springen geht. Und auf keinen Fall häufiger. Also vielleicht die letzten 2 Meter oder sowas, aber ich lasse es lieber. So, na also geht doch. 100 Rubine wert. Sein silbernes Schimmern spiegelt sich in deinen verzückt aufgerissenen Augen. Eigentlich sind die jetzt gar nicht so verzückt, weil ich... Hat sich der... Wow. Die Grafik von dem Schädel da hinten. Das muss so... Was wollte ich jetzt sagen? Ist auch, ja genau, immerhin wissen wir immer noch nicht, was wir mit dem Geld überhaupt anfangen können. Ich bin hier nicht rechtzeitig abgesprungen. Mist! Naja. Oh je. Das könnte zum Problem werden. Verdammt, ich werde gleich ertrinken. Ah, wobei, könnte vielleicht noch so funktionieren. Ich muss mich einfach treiben lassen. Das dauert jetzt vielleicht ein bisschen, aber wir schaffen es heute noch. Wenn jetzt nicht die Strömung gleich abdreht. Ja. Verdammt. 2 Meter vom Ziel. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Ja. Sehr schön. Dann kann ich jetzt nochmal versuchen abzuspringen. Vielleicht fliege ich diesmal direkt ein bisschen mehr in die Richtung. So. Nein, das hat nicht so ganz funktioniert. Aber ich glaube, ich komme an Land. Ja, also geht doch. Sehr schön. Was ist das da hinten? Ach so, Dingens. Bockblin. Wo einer ist, sind mehrere. Achso, aber den hier kann ich mir jetzt mit dem Bogen schnappen. Halt, stopp. Falscher Bogen. Ja, mit einem Treffer. Wunderbar. So, da drin hat es auch bestimmt explodierende Fässer, oder? Was ist das hier denn? Och, da war mal eine Hütte. Okay. Truhe. Ein paar Feuerpfeile? Oh, ein Krogfächer. Wenn man Bäume fällt, entdeckt man bisweilen diese wundersamen Blätter. Jeder Schwung erzeugt einen starken Windstoß, der leichtere Dinge mühelos hinwegfegt. Nicht schlecht. Damit kann ich Feuer löschen, gehe ich mal davon aus.
Okay, ich habe noch einen Feuerpfeil, oder? Das sollte ich nicht versemmeln. Na also, wunderbar. Geht doch. Ich habe allgemein kaum noch Pfeile gerade. Einer lebt noch, oder? Nicht? Oh, ich glaube, der ist voll verbrannt. Naja, dann halt nicht. Oh, und noch ein Soldat. Ja, den rostigen Zweihänder, den kann ich auf jeden Fall wegwerfen. Und ich vermute mal die Lanze hier auch, die ist ja eh gleich kaputt. So. Den Bogen brauche ich nicht. Und ansonsten ist hier nicht mehr viel. Da brennt es noch ein bisschen. Was ist das? Ein Bockstock. Das war's schon? Nicht mal eine Truhe? Bisschen armselig. Oh, da oben sind noch mehr. Nehme ich den Weg da hoch, dann spare ich mir die ganze Kletteraktion am Turm. Oh, ich glaube, am Turm kann ich gar nicht klettern, wie es aussieht. Der steht im Wasser, da komme ich wahrscheinlich kaum hin. Ja gut, da muss ich wohl hier hoch. Moment, halt, stopp. Zuerst kletter ich mal noch hier eben noch schnell nach oben. Noch. Habe ich schon noch gesagt? Ich glaube nicht, oder? Sonst ist hier nichts. Treffe ich den von hier aus? Jawohl. Sehr schön. Alles klar, der hat bestimmt ein paar Pfeile für mich liegen lassen, oder? Och komm schon, der hat einen Bogen. Wieso hat er keine Pfeile fallen lassen? Ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass er keine Pfeile hätte. Ist der Bogen nur Deko oder was? Mist. Ja, kommt das. Achso, die haben noch gar keine Waffen gerade dabei. Au! Achso, ich muss einfach weiter drauf hämmern. Oh Gott, seine Waffe brennt. Pfeile einsammeln? Er hat sich selbst angezündet. Ich lach mich tot. So, was? Eine Bockkeule, die ich nicht... Huch. Ein Horn? Oh, nein. Da liegt ein Pfeil. Da liegt noch ein Pfeil. Ein Stock, den ich... Noch ein Pfeil? Nein. Das jetzt aber... Nimm den Pfeil, den kann ich nicht mitnehmen. Na gut, dann halt nicht. Da liegt auf jeden Fall ein Pfeil. Den Reisezweihänder brauche ich nicht. Oh, das nehme ich mit. Aua! Den Pfeil genauso. Sonst ist hier nichts mehr. Alles klar. Sehr schön. Ah, da liegen noch 5 Pfeile. Dann nehme ich mir mal hier was zu essen mit. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Ja, ein Grillwild und irgendwas, was ein Dreiviertelherz halt. Ah, ein Rostapfel. Ich glaube, dann warte ich mal eben schnell bis morgen. Hier wird es ja schon wieder dunkel. 20 Uhr ist ja jetzt schon wieder. Boah, dieses Geräusch klingt voll merkwürdig auf den Ohren. Das klingt, als ob es direkt aus dem Kopf kommt. Wenn man das über die Kopfhörer hört, dieses komische Knistern vom Feuer, wenn man bis morgens wartet. Das ist voll strange. Ist sonst keine Truhe mehr? Was ist denn da hinten eigentlich noch? Komme ich da so ohne weiteres hin? Ja, ich glaube schon. Bevor ich jetzt da zur Truhe rüberspringe. Da scheint nichts zu sein, oder?
Vielleicht einen Krogsamen. Könnte ich mir vorstellen. Nee. Nur ein paar Schleime. Oh, jetzt habe ich das Schleimgelee zerstört. Nee, hier ist nicht wirklich was. Wieso leuchtet das so komisch von unten? Na gut, dann auf zum Turm, würde ich sagen. Oh, eine Truhe. Hier ist nichts. Eine Truhe, das ist sehr schön. Nein. Dann muss ich mal wieder das Zeug hier einfrieren. Ja, beinahe. Naja. Ups, falscher Knopf. Na, hörst du auf, Link? Ich glaub, es geht los. Jetzt muss ich mich extra nochmal umdrehen, na toll. Also, geht doch. Bernstein. Haben wir das Bernsteinzimmer gefunden? Gut, da geht's hoch. Endlich der nächste Turm. Wir rennen hier schon seit Ewigkeiten ohne Karte rum. Ist hier was? Nein? Oh, natürlich ist hier was. Ich brauche mal eben schnell das Bombenmodul. Eine Truhe. So, was ist da drin? Oh, eine Soldatenlanze, die ist nett. Frühe Standardausrüstung der Palastwachen von Hyrule. Es braucht viel Übung, um sie effektiv einzusetzen, aber dafür ist sie robust und unbrennbar. Ja, die sieht nett aus, aber ich vermute mal lieber zwei in Design, oder? Nee, sehr gut. Die ersetzt die Sora-Lanze ziemlich gut. Das muss ich mal kurz ausprobieren. Kann ich das aufladen? Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Okay. Kleiner Windhauch. welcher Soldatenzweig, da war's denn jetzt? Ich glaub, der hier. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Turm der Zwillingsberge. So, da oben. Da muss ich mal eben ums Eck. Das wird jetzt eng. Ah ne, das klappt. Nein, das war zu weit. Gott, nein, bleib da oben. Verdammt. Ich dachte, jetzt nutze meine letzte Energie nochmal zum Springen. Aber ich bin zu weit gesprungen. Naja, was soll's. So. Wird schon. Wir sind ja gleich oben. Ist ja jetzt nicht so, als wäre der Turm endlos hoch. Schon ziemlich hoch, aber nicht endlos hoch. Und, ja, komm, den letzten Rest schaffst du noch, wir sind oben. Wunderbar. So, da gucke ich mich erstmal schnell ein bisschen um. Das sind die Zwillingsberge, da oben irgendwo, wir waren schon höher, deutlich. Da hinten auf dem Berg, oder? Ja, da waren wir auf jeden Fall schon, aber ich meinte, nein, ich glaube. Tatsächlich. Ich glaube, das hier... Ist nicht, nein, das ist tiefer als das, wo wir schon waren. Was? Ich meine, der Turm hier ist höher. So. Ich bringe mich selbst durcheinander. Na gut. Dann holen wir uns mal die Karte ab.
Shika-Stein erkannt. Shika-Turm wird aktiviert. Datenübertragung. Datenübertragung beginnt. Uiuiui. Ja, man sieht es auf der Karte. Die Zwillingsberge sind definitiv höher als das. Die anderen Berge gerade eben. Das sind die anderen Berge. Ach, da sieht man sogar richtige Wege eingezeichnet. Das ist schön. Und da hinten ist Kakariko. Okay. Ja, ich schätze mal, dann gehen wir den Weg lang. Durch die Schlucht durch. Dann da über die Brücke. Eine Karte in der Umgebung wird hinzugefügt. Zusammen mit den Kartendaten wurde eine neue Funktion übertragen. Oh, nämlich. Shika-Sensor, Schreine suchen. Wenn du dich Schreine näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus. Geh in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Das ist vielleicht etwas seltsam formuliert. Drücke auf den Kartenbildschirm Y, um ihn ein- oder auszuschalten. Wir sollen in Richtung der Ausschläge gehen. Okay. Er ist jetzt an, oder? Neben der Minikarte ist jetzt ein Sensorsymbol zu sehen. Du kannst Schreine finden, indem du in die Richtung gehst, in der es am stärksten ausschlägt. Ja, da oben irgendwo. Das weiß ich ja schon. Hier schlägt nichts aus? Nein. Mit Y. Ah ja. Ach, oh, da gibt es nachher noch mehr Suchobjekte, alles klar. So, was ich jetzt gerade eben sagen wollte. Preludia-Fluss. Südlicher Navisee. Morgosee. Navisee. Das war die Prologia-Brücke. Panoraberg. Hylia-Fluss. Meerbau-Hochland. Da waren wir. Ja, da waren wir. Das ist ziemlich hoch hier. Ich mag die topografische Karte hier. Das ist schön. So, was wollte ich sagen? Wir gehen dann vermutlich mal hier lang. Ja, das da drüben erforsche ich später dann hier über die Brücke. Dann kann ich hier vielleicht mal das hier, ich weiß nicht. Auf jeden Fall dann, oh, da in der Mitte ist doch garantiert was. Das muss ich mir noch angucken. Dann auf jeden Fall hier lang. Am Paulegebirge und in der Riescherhöhen vorbei. Und zum Federsee, wo dann vermutlich Kakariko ist. Ja, das hier sieht nach Kakariko aus. Wobei Kakariko doch früher am Vulkan lag. Und der Vulkan ist doch... Wo ist der eigentlich? Da hinten. Die Richtung. Ah, hier ist aber nicht so weit weg. Könnte von Kakariko durchaus zum Vulkan gehen. Wobei, ne, hier geht's wieder runter. Hm, naja. Sahasra-Hügel. Die Sahasrala-Hügel. Na gut. Alles klar. Dann können wir uns jetzt... Ja, ist ja gut. Du hast Ausschlag, ich merk's. Ach, da unten stehen immer noch unsere drei Eisbrocken rum. In welche Richtung gehe ich denn jetzt? Ich würde mal sagen, der Straße folgen. Ja, doch. Ich hab's begriffen. Also darüber. Da drüben war ich auch noch nicht. Ist ja gut, beruhig dich. So, jetzt lande ich den da hinten erstmal mitten in der Festung quasi. Ich habe die schon besiegt. Nein, verdammt. Ich wollte oben auf dem Baum landen. Ja, Tatsache, hier ist niemand mehr. Hä? Wirklich? War ich so gründlich? Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber hier ist nichts mehr. Ja, Tatsache. Ja doch, da oben ist ein Schrein, ich weiß es. Ich muss das mal ausstellen. Oh, ist das etwa...
Ach so, nein. Ich dachte schon, das wäre wieder der König. In seiner Form als alter Mann. Was wollte ich? Ach so, ja, das Ding ausschalten. Danke. Ist ein bisschen nervig. Halt, die Straße geht da oben lang, oder? Nee. Aber wir können da hoch. Oh, vielleicht geht die mal da hoch. Und das nächste Mal hole ich mir definitiv eine Ausdauerleiste bei der Göttin ab. Bei der Statue der Göttin. Rüstling. Der Hut dieses Pilzes hat sich zu einem harten Panzer ausgebildet. Als Kochzutat festigt er vorübergehend die Knochen und steigert so die Abwehrkraft. Ja, na logisch. Es kommt auch nur auf die Knochen an. Ich meine, wer braucht schon Blut oder sowas? Scheiß drauf, wenn die Haut ab ist. Hauptsache, das Skelett steht noch. Schön hier. Sind da unten? Nein, das ist nur Gras, okay. Wir entfernen uns auf jeden Fall gerade wieder vom Schloss. Oh, Erz. Was ist das da? Ich höre Gegner. Schleim. Na, zum Glück habe ich gerade mein Schild gezückt. Ja gut, der kann mal da unten bleiben, wenn er nicht will. Hier brauche ich irgendwas Schweres. Zum Beispiel den Soldaten-Zweihänder. Der ist perfekt hierfür. Naja, der Hammer wäre besser gewesen, aber naja. Feuerstein und Bernstein. Und zweimal Bernstein. Nein. Du kannst mal wieder das Soldatenschwert ausrüsten. Oh. Was ist das? Ach so, ein Pilz. Oh, da ist noch ein Schrein. Den habe ich noch nicht markiert, oder? Ist das ein Schrein? Oder ist das der, den ich markiert? Nein, da oben ist noch einer, oder? Ja, einmal habe ich da oben was markiert und einmal da unten. Tatsächlich, zwei Schreine direkt nebeneinander. Deswegen schlägt das Ding da immer so stark aus. Da ist mehr Erz. Ich muss da mal gucken, ob ich es vielleicht von hier bis direkt nach da drüben schaffe. Oh, Mist. Naja. Ich glaube, da komme ich nur mit dem Zweihänder ran. Wenn ich überhaupt rankomme. Ja? Geht doch. Feuerstein. Na Gott sei Dank gibt's hier kein Gas. Wenn ich da immer mit dem Schwert auf den Feuerstein hau, irgendwann könnte mir der ganze Berg um die Ohren fliegen. Bernstein und Saphir. Schön. Und ein Opal. Wunderbar. So. Hier geht's jetzt nicht mehr wirklich weiter. Was ist das da hinten? Das sieht sowas von entweder nach einem so einem Steingegner aus oder als ob ich das freispringen könnte. Und was ist über mir so noch? Nicht viel, wie es aussieht. Moment. Nö, da ist wirklich nicht mehr viel. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 23 Minuten. Na gut, dann, ich glaube, ich aktiviere das Ding mal eben noch. Das wird eng. Aber wobei, das reicht. So, dann ist auch gleich wieder die Markierung weg. Ridahi schreien. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann in den Schrein gehen. Bis dahin. Tschüss.